Na, herrlich. Willkommen zurück bei The Witcher 3. Auf der Suche nach der Greifenschulenausrüstung hier auf Skellige. Machen wir uns mal weiter zum nächsten Teil. Kurz ein bisschen gerastet. Hm. Hallo. Steht der wieder auf oder hab ich den nur umgeschubst? Blödklügen. Gut. Gebt mir eure Sachen. Blaue Mutagene. Naja, ich hätte gerne mal irgendwas, wo ich ein paar rote bekomme. Das fände ich mal richtig gut. Ich wollte einen kleinen Mutagenhandel hier aufmachen. Mit grünen und blauen. Roten sind noch ein bisschen knapp. Ah, das ist ein Baum, Geralt. Immer außenrum. Mann, ist das hier dicht bewachsen. Da sind noch mehr. Tote Wale. Alter. Oh. Da kriege ich auch noch mit Gespenstern zu tun. Das finde ich ja nicht so witzig. Hallo, Gespensters. Hier bin ich. Na ja, gut. Easy going hier. Ja, du Lusche. Was hier macht hier irgendwas bewacht? Ja. Mich auch. Oder seid ihr nur so hier rumgeschwebt? Hier ist doch was. Asche. Herzlichen Glückwunsch. Da sind nur ein paar Kräuter da unten. Ein Blatt. Okay, weiter geht's. Scheint ja nicht hier rumzuliegen. Nächste Wrack, die nächsten Geister. Nee. Aber die nächste Truhe. Wo komme ich hier überhaupt zu Fuß oben? Oh, 10 des Riesen. Cool. Hoppala. Nein! Ben, bitte. Danke. Komm schon! Schneller! Eigentlich wollte ich ja rollen, hat aber nicht so ganz geklappt. So, wo seid ihr Burschen denn? Da waren ein paar mehr da. Irgendwelche letzten Worte. Flupp. Da war es um die Jungs geschehen. Macht ihr überhaupt hier selbst Schuld? Armbrust. Oh, wollen wir die Jungs mal ordentlich looten? Vikovarische Klinge. Ein bisschen Kohle nehme ich sehr gerne mit. Und dann sollten wir jetzt auch gleich da sein. Ja, mal alles, ne? Und die sich hier aber mal in die äußerste Kante verzogen. Da sind noch ein paar von unten. Alles, was du hast. Jo, mein Schwert kannst du kriegen. Wie schneller? Schnell genug? Stimmt ja mit den Piraten nicht.
Okay. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hier mitten in der Walachei soll das liegen, oder was? Okay. Gibt es hier irgendwo einen Höhleneingang oder sowas? Was ist denn hier? So. Was haben wir denn hier? Nur eine Kiste. Okay. Redstone? Nehme ich mal mit. Auch mal öfter mal. Schema der Verbesserung zur Rüstung. Oh, Piraten. Oh, der hier hat aber Eier. Schlangen allgiger Tal. Oh! Aua, nur in die Axt gelaufen. Oh, jetzt waren es zwei Piraten. Urplötzlich. Da sind auch noch mehr. Zum Teufel soll ich denn hier suchen? So, hallo Jungs. Schneller! Alle zusammen! Komm her! Hey. Die sind ja glatt ein bisschen kräftiger hier, die Jungs. Noch wer da? Nö. Na, die war mit Level 24. Hier ist es doch, ne? Alter, geil. Das lohnt sich ja mal. Die guten Piraten haben ja tatsächlich mal hier anständig was bewacht. Hallo? Das Stahlschwertchen. Ganz ehrlich. Guck mal ganz kurz, was da drüben los ist. Da steht jemand. Quest oder was? Kann jeder was kriegen? Oh, jetzt habe ich aus Versehen meine... Wollte ich nicht, Entschuldigung. Ich mach mal schnell zwischendurch ab. So, du noch mal, Freund. Oh, Alter, das reißt ja schon mal schön. Das könnte der gesamte Besitz von jemandem sein. Offenbar verloren. Ein Teil der Fracht ist unbeschädigt. Vielleicht gibt es einen Eigentümer, der darauf wartet. Einen dankbaren Eigentümer, der einen Finderlohn zahlt. Das könnte wohl sein. Mit Hilfe der Hexersinner nach einem Besitzer der Fracht. Clan Brockwars Abzeichen. Dorf des Clan Brockwars. Die Kiste sieht aber nicht aus, als wäre sie im Sturm beschädigt worden. Die hat jemand mit der Axt geöffnet. Mhm. Klar, fahren wir doch mal rum und fragen mal.
nur die Frage, wie kommen wir da am schnellsten hin von... Ja, okay. Wo muss ich hin? Hier. Ach, Svorlak. Alles klar. Zurück zum Schnellreisepunkt. So schnell es denn geht. Das Schmugglerversteck hier von den Piraten haben wir mal nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Und in einer Kiste fast alle Teile für die überlegene Waffenschulenausrüstung gefunden. Oh, hier liegt sogar noch was rum. Was hab ich denn hier noch liegen lassen? Das Beil kannst du jetzt aber behalten. Nimm mal den anderen Kram mit. So. Auf nach Svorlak. Wenn nur mein Sven so ein Held sein könnte. Der Sven. Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff seinen Ballast braucht. Hast du das? Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Hast du recht. Gehörst du zum Clan Brokwa? Als Brokwa geboren und aufgewachsen. Ich habe was gefunden, das dir und deinen Leuten gehören könnte. Fracht von einem Langschiff, das nördlich von Arzgellig havariert ist. Ah, das muss die Hände als Zorn sein. Die ist vor ungefähr einem Monat ausgelaufen, um an der Festlandküste einzufallen. Ist nicht zurückgekommen. Hör mal, hast du vielleicht auch ein Schwert im Wrack gefunden? Aufwendig verziert? Das hat dem Kapitän gehört. Seine Leute wollen es sicher wiederhaben. Ja, das habe ich gefunden. Ich gebe es gerne zurück, falls es einen anständigen Finderlohn gibt. Nix ist umsonst. Natürlich! Was anderes käme nicht in Frage. Danke. Beeilt euch, vielleicht könnt ihr die übrige Fracht noch retten. Das machen wir. Ich muss noch ein paar Leute zusammenrufen, aber ich danke dir für die Nachricht. Keine Ursache. Bis dann. Ja, warum nicht, ne? Was hast du denn eigentlich für ein Zeug? Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Zeig, was du hast, dann sehen wir weiter. Irgendein spannendes Buch, was ich noch nicht habe. Mal her. Nehme ich auch mit. Fisch? Was soll ich mit Fisch? Könnte allerdings mal... 139 von 220. Schleppe ich ja schon wieder so einiges mit mir rum. Eisbärfell. Ja, hier, ich verschepper dir ein bisschen günstiger Schrottwaffen. Das kann ich gut. Hier, das kannst du alles haben, den Schrott. Weg damit. Unten kommen die exklusiveren Sachen. Die beiden kannst du noch. 23, ja, weg. Auch weg. Ja. Was hier noch? Armbrust. Auch schlechter wie meine. Weg damit. Dann wird auch gleich wieder ein Stückchen leichter. Ups, günstige Rüstung. Wiedersehen. Weg. Was ist das, ein Müll, den ich hier mit mir rumschleppe? Ist ja widerlich. Oh. War, glaube ich, gar nicht so scheiße. Aber egal. Oh. 28? Auch wie ärgerlich. Na gut, dann bist du erstmal blank. Bis dann. Bis. So, ich...
Schlechte Schiffe oder schlechtes Wetter gibt es nicht. Nur wertlose Matrosen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier an das Aufgabenbrett noch dran will. Ich habe so viele Aufgaben. Heimkehr der Krieger. Der Feind schläft nicht. Beste Drachen. Bitte der Druiden. Zahnheilung und Nils verschwinden. Ansonsten gibt es hier noch einen Schmied. Da könnten wir mal unsere Sachen heile machen lassen. Was bringt dich her? Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. So ist es. Hier haben wir was verscheppern können. Was hat der einen Haufen Scheiß? Anfängerschmied. Na gut. Uns nicht so dolle weiterhelfen können. Das Bockrunestein. Ich weiß immer noch nicht, ob ich hier alle... Ja, ob man das sieht, ob ich die schon gekauft habe. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Was hat das Bock? Runenstein, dass ich das schon habe. 5% Chance auf Verbrennen. Muss ich mal gucken. Dann weiß ich es wenigstens. Eine Sekunde mal. Kann ich hier noch die restlichen Stiefel verkaufen? Dann brauchen wir sie nicht mit rumschleppen. Und vielleicht auch noch hier die Schwerter. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wir lassen uns bald was Anständiges schmieden. Die brauchen wir auch nicht mehr. Und was haben wir hier noch für eine Rüstung? Tschüss. So, ja, da muss ich tatsächlich kurz mal gucken. Ich möchte etwas anfertigen lassen. Okay, ich dachte, er erzählt mir noch irgendwas. Leb wohl. Jetzt wollte ich mal eben gucken, ob ich diesen großen Unstein da schon habe. Warte mal, ich muss Handwerk eigentlich, ne? Verbesserung, genau. Ja, das kann. Ah, Schernebock, Angriffskraft. Kleiner das Bock. Okay, also brauchen wir den tatsächlich noch. Es sind ja auch so viele, da muss der durcheinander kommen, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich habe den schon. Schernebock. Angriffskraft. So, okay, der war das. Habe ich das mit dem verwechselt? Großer, ein kleiner, ein normaler von denen. Den könnte ich, glaube ich, nochmal gebrauchen, ne? Tschernobock, Unstein. Okay, wir kaufen tatsächlich noch was bei dir ein. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Nochmal. So, die Schemata von den Waffen interessieren mich eigentlich nicht so. Außer Peru. Nehmen wir den mit. Illes. Seeburg. Betäuben, nee. Den hier wollte ich noch mitnehmen. Vergiften, Trommeln, Betäuben und Einfrieren. Ja, ich glaube, das war's. Jo. So. Lass mich gar nicht mehr weg hier. Ach so, Leute, ich wollte noch reparieren. Was bringt dich her?
Entschuldigung. Aber heile ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Ja, zum dritten Mal. Reparieren. Alles. So. Leb wohl. Jetzt haben wir es aber. Ich weiß, was ich sage. Dieser Geizwagen von Wirt verdient seinen Wein mit Wasser. Wir haben Freya zu danken, dass sie dich geschickt hat. Wenn ehrlich? Mein Sven so ein Held sein könnte. Ah, der Sven, der ist bestimmt auch in Ordnung. So, das haben wir abgegeben. Jo, dann geht's mal weiter mit der Schatzsuche, dass wir das letzte Teilchen jetzt auch noch kriegen. 12 Katze, Greif. Ja. Das müssen wir jetzt natürlich auch noch fertig machen. Geht ja nicht anders. Ach, da kannst du gleich. So, Schnellreise und hier rüber. Nach Uriala. Mal los. Ihr zittert ja alle, als ob die Ragnar hoch über uns gekommen wäre. Das ist doch nur ein Ton. Wir sollten alle Krieger versammeln und uns den Ruhm sichern. Und wie die anderen verschwinden? Aber stimmt. Woher wollen Sie wissen, dass das Ende der Welt sofort steht? Ein Hexer. Sie nicht mal vorhersagen, wie das Wetter in zwei Tagen sein wird. Ein Sturm. Verdammt. Wie ist denn hier raus? Ist ja auch so einiges los. Könnte einen Schnaps vertragen, der wärmt von Ihnen. Bist du? Tag. Schildmaid. So, ist ja nicht weit von hier. Scheiße. Also wieder mitten im Gebirge, wie es aussieht. Ah, ne. Vielleicht komme ich da direkt mal von hier hin. Gott sei Dank. Zerklüftetes Gebirge hier. Mach dich mal bitte hier hoch, Geralt. Ich hoffe, das wird was mit uns. Oh, Banditen. Ach, Scheiße. Das wird dich sterben zu sehen. Ah, cool. Tod gegen Tod! Geht ihn! Komm her! Tja, sämtliche Reifenrüstung hier von Banditen bewacht hier, zu diesen Zeiten. Nicht zu glauben. Sind da bestimmt noch welche, oder? Aha. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ach du. Hallo. Hallo, Truhe. Wo könnte die sein? Alter, wenn die hier runterfällt, ist es auch nicht geschehen. Vor Gier hätte mir das ja glatt eben passieren können. Sorry. So. Ah, wir haben gleich einen neuen Level erreicht. Jetzt mal gucken, wann ich die Rüstung jetzt mal überhaupt nutzen könnte. Katze ist mit 17. 17, 23. Überlegen, 26. Okay, bei 23 kann ich schon mal die Katze nehmen. Die würde ich mir dann auch unbedingt sehr gerne als erstes machen wollen. Überlegen dann leider erst mit 26, das dauert mir zu lange, aber Katze sollten wir uns auf jeden Fall schon mal antun. Haben wir mal wieder ein bisschen was für Hattori zu tun.
Was ist denn für ein ranziges Dörfchen hier? Krabbelt denn da hinten im Gebüsch rum? Ich würde mich mal gerne zurück hier ins Dorf machen. Mal zu gucken, was da für eine Quest war. Aber ob ich den Onkel hier platt mache, erstmal noch nicht. Das ist bestimmt auch eine Quest. Und der schon? Ne, der latscht aber hin und her. Ich würde gerne mal wissen, was der für einen Auftrag hat hier. Lob 21. Oh nee, ich muss los. Ist gut, beruhig dich wieder. Erstmal wieder mal runter ins Dorf. Ein paar Punkte brauchen wir nur noch, dann können wir uns endlich die Katzenschuhenausrüstung machen. Ich liebe den Regen. So wie die Huren der Lepra-Kolonie. Was? Achso. Und? So, Schankwirt. Ja, hier ist ein... Was hast du denn hier für eine Quest für mich? Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Können wir machen. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen, das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser, aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihnen. Naja, wenn sich das mal nicht interessant anhört. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Also selbstverständlich, da kümmere ich mich, ne? Oh. Aber vielleicht noch nicht sofort. 30. 30 ist ganz schön üppig. Alter, guckt euch die Aufträge an, das ist der Wahnsinn. Aber mit der Bärenschule fange ich jetzt nicht auch noch an. Das ist mit 34 auch noch zu hoch. Ich glaube, wir haben es erstmal, wir müssen immer Level machen irgendwie. Okay. Die Turmgeschichte ist mir noch zu üppig. Hexeraufträge. Könnte ich noch ein paar von abarbeiten? Sogar empfehlen sie noch welche auf. Die noch mal ursprünglich mal zu hoch waren. Ja, müssen wir wohl eins am anderen mal abarbeiten. Okay, machen wir. Gucken wir mal bei Yennefer vorbei. Ich
Man weiß es zwar nie, aber ich denke mal, die Quest ist nicht ganz so lang. Und um euer Wetter hier und hier den Ton da, da kümmere ich mich dann danach. So, ist denn hier Lavik eigentlich? Ah, hier. Nee, hä? Hier unten. Alles klar, gib mir mal den Schnellreisepunkt bitte. Hier ist so viel. Danke. So, Yen. Solche wie dich kenne ich. Du hast heiligen Boden geschändet. Die Götter werden dir niemals vergeben. Schwer dich zum Teufel, Hexe. Was ist denn hier los, Yen? Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Darauf erstmal einen Djinn. Weißt du, wo du suchen musst? Nach dem Magier und dem Djinn? Die Leute hier sagen, sie hätten Amos Schiff zuletzt vorhin das Fjall gesehen. Kurz bevor ein Jahrhundertsturm losbrach. Dann werden wir sie kaum finden. Der Magier ist jetzt sicher Fischfutter und der Djinn ist auf und davon. Nicht unbedingt. Und selbst wenn, ohne einen Beweis gebe ich nicht auf. Hilfst du mir? Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Was willst du machen? Ich hab gedacht, hallo Yen, wie geht's dir? Tschüss, ich muss weiter. Nein, Quest. Wahrscheinlich wieder eine ellenlange. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Die haben es geschafft, den Fluch einzudämmen. Aber die Seuche liegt noch in der Luft. Sind sie gleich nochmal zum Abschied einer verprügelt? Ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht. Aber ich wollte es riskieren. Ich kann dir doch nichts abschlagen. Ist auch schön, du läufst an jemandem vorbei. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Was? Hallo? Yen kann wieder durch ihn durchlaufen. Ich wieder nicht. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Hab ich denn eine Wahl? Nein. Na dann nehme ich mal Platz hier, oder was? Los geht's, wir haben verliebt. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt? Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich.
Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Sehr beruhigend. Esat ech krüde erütaun. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Na gut. Es klärt auf. Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug? Scheiße, auch noch ertrunken hier. Die ich mit einem Schuss schon nicht mehr killen kann, das ist auch nicht so gut. Ja, ist gut, schwimmen war der Geralt. Und? Wie läuft's? Jen, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich's bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen. Auf jeden Fall werde ich das. Was haben wir hier? Abgebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt. Und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galionsfigur vom Clan Brummond. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Okay, ja, ich komme. Sekunde. Warum meinen den Sauerstoff fällt hier so lange? Scheiße, hat sich ja nicht gelohnt hier. Da hinten blubbert noch was, aber... So, das ist... Ja, was ist das hier? Na egal, wir tauchen mal lieber wieder auf. Wer weiß, wie lange Jens Zauber hält. Nee, komm, wir tauchen mal lieber auf. Gut, Nummer 1 haben wir schon mal. Müssen wir wohl das nächste suchen. Das machen wir dann allerdings auch in der nächsten Folge erst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. The Witcher 3. Horido. Bis denn. Ciao. Ist gut.